So, hallo und willkommen zu diesem Video. Heute schauen wir uns ein paar Mathe-Memes an und schauen uns mal an, was sie bedeuten. Also, ich mache mal kurz das aus dem Meme rein. Am kurz noch an Morgen, woher ich die ganzen Memes habe. Das sind alles Instagram-Memes. Ich habe aber die Accounts, die sie hochgeladen haben, jetzt nicht verlinkt, da das relativ gängige Memes sind und da sie sicherlich von mehreren hunderten von Accounts hochgeladen wurden. Also habe ich jetzt keinen speziellen Account verlinkt, aber die sind alle von Instagram und ja. Also fangen wir mal mit dem ersten an. Wir haben hier einfach zwei Menschen, in dem Fall 0 durch 0 und unendlich durch unendlich, die werden von einem Bär gejagt und da steht L'Hôpital. Das ist prinzipiell ganz einfach. L'Hôpital ist ein Grenzwertgesetz, also die Regeln, also L'Hôpital waren Mathematik und die Regeln von L'Hôpital, das sind Grenzwertgesetze. Die wenden man eben an, wenn wir zum Beispiel einen Grenzwert haben und also einen Bruch und wir wollen den Grenzwert von dem Bruch wissen. Und sowie Nenner als auch Zähler gehen gegen unendlich, also haben wir unendlich durch unendlich und es bringt uns im ersten Fall mal nicht weiter. Wenn dann aber gewisse Voraussetzungen gelten, können wir die Regeln von L'Hôpital anwenden und Zähler und Nenner ableiten und dann davon den Grenzwert nehmen und das ist dann dasselbe. Wenn die Voraussetzungen gelten, dann mache ich vielleicht mal ausführlich viel dazu. Aber ja, dasselbe gilt übrigens für 0 hoch 0 auch, nicht 0 hoch 0, 0 durch 0. Wenn wir zwei Funktionen haben, einen im Zähler, einen im Nenner und beide gehen gegen 0, dann können wir, wenn gewisse Voraussetzungen gelten, auch mit den L'Hôpital-Regeln, mit den L'Hôpital-Grenzwertgesetzen, den Grenzwert von dieser Funktion kriegen, indem wir einfach von der oberen, also von der Zählerfunktion, von der Nennerfunktion, die Ableitung bilden und darum den Grenzwert, das hilft oft weiter. Aber wie gesagt, dann müssen erstmal einige Voraussetzungen gelten, damit man das machen darf. Also benutzt es nicht einfach blind, sonst könnte was Falsches rauskommen. Also das ist es. Wir haben da erstmal diese zwei Sachen, die sind eigentlich galten so als unbezwingbar und dann kamen die L'Hôpital-Regeln und die haben die beiden Fälle bezwungen und jagen sie und die beiden Fälle haben Angst vor der L'Hôpital-Regel, weil die sie eben bezwingt. So würde ich das Meme jetzt verstehen. Okay, kommen wir zum nächsten. Also es ist jetzt viel auf Englisch. Ich setze einfach mal voraus, dass du, wenn du das schaust, Englisch kannst, aber da steht jetzt ja praktisch, beginnt Widerspruchsbeweis und dann sagt der Typ, ja, aber eigentlich nein. Ja, jetzt fragen wir uns, was ist ein Widerspruchsbeweis? Da wollen wir eine Aussage beweisen, indem wir annehmen, dass sie falsch ist. Zum Beispiel ein gängiger Widerspruchsbeweis ist der Beweis der Irrationalität von Wurzel 2. Der sieht nämlich so aus, da nimmt man an, dass, also Annahme, also irrational heißt ja, es ist nicht als Bruch darstellbar. Also zu zeigen ist Wurzel 2 ist kein Bruch a durch b mit a, b ganzen Zahlen und natürlich b ungleich 0. Das ist es zu zeigen. Und dafür nehmen wir an, Wurzel 2 ist ein Bruch. Führen dann einige Umformungen durch, die führe ich jetzt nicht, weil da gibt es tausende Videos auf YouTube zu dem Beweis. Dann kommen wir zu einem Widerspruch, nämlich a durch b als der Bruch ist unendlich oft kurzbar. Also wenn wir das ein bisschen umformen, kommen wir zu einem Widerspruch, dass wir den Bruch unendlich oft kürzen können. Das macht natürlich keinen Sinn. Das heißt, wir sind zu einem Widerspruch gelangt. Das heißt, unsere ursprüngliche Annahme muss falsch sein. Womit die logische Negation der Annahme, nämlich dass es nicht als Bruch darstellbar ist, wahr sein muss und womit dann die ursprüngliche Annahme bewiesen wäre. Also der Witz hierbei ist praktisch, wenn man einen Widerspruchsbeweis startet, dann geht man so vor, dass man will beweisen, dass es stimmt, also ja, meine Aussage stimmt, aber man fängt dann an, indem man sagt, nein, sie stimmt nicht und schaut dann, ob man auf einen Widerspruch kommt, das ist der Witz. Also Widerspruchsbeweis, will man es beweisen, dass es stimmt, ja, aber eigentlich nein, ich versuche erstmal einen Widerspruch aus der logischen Negation zu bilden. Das ist der Widerspruchsbeweis. Okay, nächstes. Da muss man sich jetzt ein bisschen mit Integral auskennen. Also plus, das ist ja plus, das kennen wir, das ganze 1 plus 2 gleich 3 Ding. Das ist das hier, ne? Dann gibt es das Summenzeichen, das hier. Das ist ein bisschen edler, wenn wir sagen wollen, 1 plus 2 können wir auch mit der Summen schreiben, weil es ist zwar in dem Fall sehr unüblich, aber wir können das auch so schreiben.
1 bis 2 kann man auch so schreiben. Und dann natürlich also das ist normal, das ist relativ nobel und dann das hier ist abgehoben, sehr toll, das Integral. Das Integral ist prinzipiell auch eine Summe, das Integralzeichen ist entstanden aus dem S von Summe. Schaut euch mal das an, das sieht doch voll ähnlich aus. Ne? Summe. Warum? Ich habe da mal ein Video dazu gemacht, Infinitesimalrechnung, das seht ihr da oben in der Infokarte. Aber Integral ist ja für Flächen und also Integral ist ja um eine Fläche unter einer Kurve zu berechnen. So, und dann nimmt man praktisch unendlich viele Rechtecke und summiert diese auf. Also wir haben hier praktisch unseren x-Unterschied, x1 minus x2, unser Delta x. Und hier haben wir die Höhe der Funktion. Wenn die Funktion f von x heißt, dann ist die Höhe der Funktion logischerweise auch f von x. Das heißt, wir nehmen diese ganzen Rechtecke, Länge mal Breite. Also Länge mal Breite, also f von x mal Delta x und summieren diese ganzen Rechtecke auf, damit wir dann auf die Fläche kommen. Also so würde ich es jetzt verstehen, das Integral ist im weitesten Sinne auch eine Aufsummierung und deswegen ist es natürlich die edelste, die schwierigste Variante, da muss man am meisten wissen, um das zu verstehen. Das Integral ist auch eine Art von Summierung. Ja, genau. Okay. Kindergewalt ist nie die Lösung, und dann sagt eines der Kinder a plus b hoch 2 ist a Quadrat plus b Quadrat, dann rastet der Professor aus und schlägt dem Kind ins Gesicht. Ja, das ist relativ schnell erklärt. Natürlich ist das ein relativ häufiger Fehler, auch in der Schule. A plus b Quadrat, das ist die erste binomische Formel. A plus b Quadrat ist eben nicht a Quadrat plus b Quadrat, sondern a Quadrat plus 2 mal a mal b plus b Quadrat. Das ist eben ein häufiger Fehler. Und Lehrer sind es mittlerweile wahrscheinlich leid, diesen Fehler zu sehen. Und deswegen rastet er hier so aus, obwohl er gerade gesagt hat, Kindergewalt ist nicht die Lösung. Aber ja, das ist ein relativ einfacher Witz. So, jetzt kommt wieder das. Also, da haben wir praktisch unseren Schüler. Also, ich würde es mal als Schüler sehen. Und da haben wir eine Rechenaufgabe, Wurzel 100 plus 100. Die haben wir hier auch. Jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten, wie wir das lösen können. Entweder so oder so. Das ist tatsächlich der richtige. Aber der Schüler entscheidet sich für das. Wie darf man das verstehen? Ja, ich mache mal hier rein. Es gibt ja das teilweise Wurzel 10. Also so Sachen wie Wurzel 2 mal 2 ist ja Wurzel 2 mal Wurzel 2. Das geht, weil da ein Mal in der Mitte ist. Natürlich geht es nicht, Wurzel 2 plus 2 ist nicht Wurzel 2 plus Wurzel 2. Das geht nicht. Es geht nur mit Malen geteilt, nicht mit Plus. Und der Schüler macht sie eben doch mit Plus, weil er denkt, das geht auch. Er sagt, Wurzel 100 plus 100 ist Wurzel 100 plus Wurzel 100, ist 10 plus 10 ist 20. Natürlich ist Wurzel aus 200 nicht 20, das stimmt natürlich nicht. Der richtige Weg, von dem die meisten Schüler aber wegschauen, ist eben der da, dass man sagt, 100 plus 100 ist 2 mal 100 und macht dann da die partielle Wurzel, also die das teilweise Wurzel ziehen, haben wir Wurzel 2 mal Wurzel 100. Wurzel 100 ist 10, haben wir 10 mal Wurzel 2, das ist das Richtige. Und dann, we don't do that here. Also, das machen wir hier nicht, ist auf das hier bezogen. Machen viel, aber darf man eigentlich nicht machen. Teilweise Wurzel ziehen nur noch, nur für mal und geteilt, nicht für plus. Okay. Ist auch ein sehr häufiger Fehler. Wie gesagt, gleiche Grundsituation wie eben. Der Mann schaut zu dem, obwohl das eigentlich richtig wäre. Hier genauso. 5 hoch minus 3 ist natürlich nicht minus 125, sondern das machen aber auch viele falsch. 125, denn allgemeine Regel a hoch minus n ist 1 durch a hoch n und nicht minus a hoch n. Ja, also das hier müssen wir uns merken. Dementsprechend ist auch unser 5 hoch 3 hier, 5 hoch minus 3 meine ich natürlich, 5 hoch minus 3, 1 durch 5 hoch 3, also 125 und nicht minus 5 hoch 3, also minus 125. Ja, das machen auch viele leider falsch. Die lassen sich von dem Minus hier irgendwie fehlleiten und schreiben es einfach vorne hin. Das geht natürlich nicht. So. Wie viel habe ich eigentlich noch? Ich glaube, ich mache da zwei Teile draus. Ja, sonst wird es zu lang. Okay. Ich mache da zwei Teile draus. Ja, das mache ich dann im. Oh ja, Gott. Das mache ich noch kurz. Das geht ganz schnell. Aber dann mache ich wirklich zwei Teile draus. Also Mathematiker verabscheuen das hier und mögen das hier. Also two visually distinct easy to tell apart variables.
Also zwei vom Aussehen her unterschiedliche, einfach auseinanderzuhalten oder einfach auseinanderhaltbare Variablen. Nee, Mathematiker nehmen ganz gern XY, IJ, MN, A, Alpha, T und ich glaube, das heißt Tau, bin mir nicht sicher. Nagel mich nicht fest. Also T und das hier, Zeta und keine Ahnung. Warte, ich schau kurz. Also mir leiden griechischen Buchstaben bin ich nicht so gut, aber dafür habe ich ja hier mein griechisches Buchstaben. Okay, mein griechisches Buchstabenverzeichnis. Das hier ist, lass mich schauen. Ja, Tau tatsächlich. Und das hier, also das ist Zeta, das weiß ich von der dreidimensionalen Zeta-Funktion. Aber das hier ist. Ah, ne, okay. Xi. Okay, also. Ja, da wird es einfach das, warum auch immer, das kann ich jetzt auch nicht wirklich so genau sagen. Mathematiker mögen es irgendwie gern, so Variablen zu nehmen, wo fast ähnliches sind. Sie nehmen gern M und N, sie nehmen gern I und J, sie nehmen gern X und Y. Anstatt dass man einfach A und N nimmt oder so. Fragt mich bitte echt nicht warum, aber Mathematiker entscheiden sich lieber für das als für zwei anders aussehende Variablen. Das ist der Witz dabei, dass Mathematik einfach gern das schreiben. X und Y wird gerne für zwei reelle Zahlen verwendet, I, J, M und M gerne für natürliche Zahlen, vielleicht auch ganze Zahlen und da habe ich jetzt keine speziellen. Das habe ich auch noch nicht so oft gesehen, aber die obere Reihe ist wirklich sehr oft vertreten in der Mathematik, dass man einfach XY nimmt, IJ oder M&M. Das ist relativ häufig, kommt es vor. Ja, also gut. Das war's mit dem ersten Teil. Ich glaube, ich mache da einen zweiten Teil draus mit dem Rest. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es ja mit dem Daumen nach oben zeigen. Das war jetzt mal ein Experiment, das habe ich noch nie gemacht so. Ich fand es ganz witzig, das mal zu erklären. Das mache ich, glaube ich, jetzt öfter. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr mich ansonsten da oben abonnieren. Da unten ist meine Playlist Mathe und da seht ihr zwei andere Videos von mir. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.